Wer auf dem Las Vegas Boulevard nach Norden fährt, lässt die großen Casinos hinter sich und findet über Hochzeitskapellen und Motels in das alte Zentrum der Wüstenstadt. In Downtown Vegas scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, als Elvis Presley und Frank Sinatra noch Stammgäste waren. Doch in dieser unauffälligen Bar wird an der digitalen Zukunft von Las Vegas gearbeitet. Sie wollen Las Vegas zum neuen Silicon Valley machen. Hier sitzen die Mitarbeiter von Downtown Projects. Auf der Website des Projekts kann jeder vom Bierbrauer bis zum Jungverleger seine Business-Idee einreichen und Starthilfe bekommen. Wir haben 21 Firmen über die Website finanziert. Und, oh Gott, ich weiß gerade nicht genau, ich glaube 248 Jobs geschaffen. Ja, das sind die aktuellsten Zahlen aus dem Vegas Tech Fund und dem Small Business Fund. Und diesen Monat kommen noch mal 56 neue Jobs dazu, weil eine neue Firma aufgemacht hat. 350 Millionen Dollar fließen in die Start-up-Stadt. Das Geld kommt von ihm, Tony Hsieh, Internetmillionär und Chef des Online-Schuhversandes Zappos. Er lebt im 23. Stock des einzigen Hochhauses in Downtown Vegas. Seine Wohnung ist gleichzeitig Projektbüro. Hier kleben ein Haufen Notizzettel. Wenn Leute hier reingeführt werden, fragen wir, was sie idealerweise gerne in ihrer Nachbarschaft hätten. Sofern es die Idee noch nicht gibt, ermutigen wir sie, das aufzuschreiben und an die Wand zu kleben. 10-mal am Tag werden Besucher durchgeschleust. Der Chef lebt maximale Transparenz. Seine erste Firma, Link Exchange, verkaufte der Sohn taiwanesischer Einwanderer 1998 als 24-Jähriger für eine Viertelmilliarde Dollar an Microsoft. Dann führte er Zappos.com zum Erfolg. 2009 akquirierte Amazon den Online-Schuhhändler für 1,2 Milliarden Dollar. Nun zieht Hsieh mit 1.500 Zappos-Mitarbeitern von einem Vorort in das ehemalige Rathaus von Las Vegas. Die lockere Firmenkultur soll auf die brachliegende Innenstadt übergreifen. Wir wollen helfen, die Community in Downtown Vegas wiederzubeleben und einen Ort zu erschaffen, an dem unsere Angestellten leben, arbeiten und feiern wollen und sich nicht nur bei der Arbeit begegnen, sondern auch abends und nachts zusammen abhängen. Das wird unser Zusammenleben auf eine neue Stufe heben. Das Downtown Project ist der Versuch, die Wüstenstadt Vegas wie ein Start-up zu behandeln. Und die Gründer kommen. Gerade ist Maren Kate Donovan mit Searchl, einem virtuellen Assistentenservice, von San Francisco nach Las Vegas gezogen. Für die 27-jährige Gründerin, deren Start-up aus dem Downtown Project mitfinanziert wird, ist Vegas das bessere Silicon Valley. Wenn du eine App programmierst, die nur dir etwas bringt und du sie für einen Haufen Geld verkaufen kannst, gilt das in San Francisco als Erfolg. Aber hier ist man erfolgreich, wenn man eine App erfindet, die tausende Menschen berührt und ihr Leben verbessert. Hier zählt nicht die Rendite, sondern der Nutzen für die Gemeinschaft. Und das ist das Coole am Downtown-Projekt. Wenn sich das hier durchsetzt, wird es sich überall durchsetzen. Denn eigentlich ist Vegas völlig ungeeignet für so eine Bewegung. Aber es läuft. But it is taking off. Las Vegas gilt als eine der schnellsten wachsenden Städte der USA, aber auch als Rekordhalter bei Arbeitslosigkeit, Zwangsvollstreckungen und Bankrotten. Früher war die Innenstadt eine Brache, bevölkert von Junkies, Dealern und Obdachlosen. Heute findet man hier stattdessen Bio-Café, Tattoo-Shops und Coworking-Spaces. Kontrolliert von unbewaffneten Aufpassern. Wer jung, hip und urban ist, fühlt sich hier wohl, als Teil einer vornehmlich weißen, gut ausgebildeten digitalen Community. Ist das Downtown Project also nur eine Gentrifizierungsmaschine, die das Zentrum von Vegas in den nächsten Prenzlauer Berg verwandelt? Zach Ware, vor kurzem noch Manager bei Zappos.com und jetzt mit dem Umbau eines alten Casino-Hotels beschäftigt, wehrt sich. Es wäre viel einfacher, hier als traditioneller Bauunternehmer aufzutreten. Wir würden eine Immobilie kaufen, abreißen, irgendwas Tolles hinbauen und Eigentumswohnungen verkaufen oder teuer vermieten. Wir machen nichts davon. Ich glaube, dass die meisten Leute erst in den nächsten Jahren kapieren werden, dass unsere Arbeit hier keine Gentrifizierung ist. Ganz im Gegenteil, wir häufen Ländereien an, um sie dagegen zu schützen. Bar und Restaurant sollen wieder eröffnen. Mit aus dem Netz rekrutierten Geschäftsideen. Für die gesamte Innenstadt sind 5 Jahre eingeplant.
Tony Shay hat einen Großteil seines Vermögens investiert. Er muss schnell Profit machen. Ob man ein verrottetes Stadtzentrum wirklich einfach aufkaufen und in ein digitales Paradies umbauen kann, wird sich zeigen. Wenn ja, könnte die Idee aus der Wüste Modellcharakter für viele wirtschaftlich geschwächte Städte in den USA und im Rest der Welt haben.